Willkommen zu einer weiteren entspannten Runde. Amber Isle, wir sollen zum Abhängen, und da sind wir bei entspannt ja schon ganz gut, zum Abhängen zu den Starfall-Wiesen gehen. Starfall-Wiesen, das ist hier. Und da treffen wir uns. Mit, wo ist sie denn? Da ist sie ja schon. Ja, ich gehe auf meine Position und es kann losgehen. Okay, Captain Casual, du musst unbedingt wissen, wie wir auf Amber Isle chillen. Wenn du mal abhängen willst, sag einfach Bescheid. Und jetzt hängen wir ab. Easy, oder? Ja. Gehen wir ein bisschen rumlaufen und Sachen sammeln. Okay. Also wie sonst auch, nur mit Kumpel hinten dran. Ah, warte mal, steigt ja der Freundestatus? Ich weiß es gar nicht mehr, wie das in der Demo war. Ja, ich hatte einen Kommentar bekommen. Ah, warte mal. Oh, wow, du sammelst aber schnell, Captain Casual. Nur passt wohl leider nicht alles in deine winzigen Taschen. Ich habe jedenfalls einige Erfahrungen darin, viele Sachen gleichzeitig zu tragen. Hilft das? Ah, Tasche vergrößert, sehr gut. Jetzt sieh dir mal an, wie viel Platz ich dir verschafft habe. Glaub mir, größere Taschen sind ein Muss für die Dame von heute. Ja, und wie ist das mit dem Herren? Ich weiß nicht, wie es dir geht, Captain Casual, aber ich bin plötzlich total erledigt. Wollen wir Feier machen? Wenn du jemandem höflich sagen willst, dass er verschwinden soll, geht das genau wie bei der Einladung zum Abhängen. Aber im Ernst, es war nett mit dir, Captain Casual. Das machen wir bald wieder. Das war wirklich ein sehr kurzes Abhängen. Ich hänge gern ein bisschen länger ab. Bin ein Freund des Müßiggangs, auf jeden Fall. Und ja, nee, ich hatte einen Kommentar bekommen, weil die Werkzeuge haben so lustige Namen hier. Hickhack und Hickhick und Zwischzisch. Und da sollte man nochmal im Baumarkt gehen und fragen, wo die das liegen haben. Die gucken einen bestimmt ziemlich doof an. So. Also was ich noch ganz cool finden würde, wenn die Kamera drehbar wäre irgendwie, ne? Das vermisse ich so ein bisschen. Achso, das geht ja noch nicht weg. So, ich will mal ein bisschen weiter weg. Wie ging denn das nochmal? Das ging doch auch, oder nicht? Konnte ich nicht auch ein bisschen weiter weggehen? Nee. Oder doch? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich dachte, ich war auch schon mal weiter weg. Naja, gut, dann lassen wir es erstmal so. Ja, wo wir schon mal hier sind, sammeln wir natürlich alles ein, ne? Das macht ja Sinn. So, nehmen wir mal Zwischtisch. Nee, das geht nicht weg mit Zwischtisch. Da brauchen wir immer Grabgerät. Wer anderen einen Graben gräbt, hat ein Grabgerät. Das wäre richtig. Können wir das eigentlich schneiden? Nee, das können wir nicht. Ach Mensch, schade. Ja, die Bäumchen kriegst du auch nicht weg, ne? Nee. Vielleicht falsches Werkzeug. Naja. Ja, wie gesagt, Kamera drehen wäre noch irgendwie gut, ne? Weil manchmal bist du dann an der Wand. Dann ist das doch... Ach so, das Große kannst du ja nicht. Ach Mann. Ja gut, komm. Geh zurück zu deinem Laden. Machen wir. Ich meine, man kam weiter weg. Aber ich bin mir jetzt nicht mehr so sicher. So. Dann wollen wir nochmal gucken. Oder kann man das eigentlich einstellen in den Einstellungen? Auflösung. Gameplay. Deutsch. Tempo. Text. Dauerlänge. Questpfad im Anzeigen. Grafik. Texturenqualität. Nee. Grafikqualität wie individuell. Individuell hoch. So. Wobei, ich glaube, da ändert sich nicht mehr viel. Gut, dann gehen wir mal rein. Oh, beziehungsweise wir gehen mal ins Bett. So, ab geht er. Und ich glaube, jetzt sind wir eigentlich weiter als in der Demo. Da kam ich dann nicht mehr weiter. Weil in der Demo war das so, der speicherte, glaube ich, nicht. Ich glaube, das war mein Problem. Schlafen bis zum nächsten Morgen? Ja, auf jeden Fall. Und es klopft schon wieder jemand an der Tür. Na, schauen wir doch mal. Ich tippe mal auf Dahlia. Na, Bernhard, okay. Guten Morgen, Captain Casual. Wie läuft's? Hoffentlich hat Dahlia dich gestern nicht zu hart reingenommen. Wir müssen heute nämlich noch einiges lernen. Oh, Captain Casual, bereit für das Allertollste am Leben als Einzelhändler? Ich höre die Tabellen quasi schon singen. Die Shop-Rangliste. Ja, ja. Bremse deine Begeisterung, Captain Casual. Ich weiß, das ist viel auf einmal.
Sagen wir, da ist noch Luft nach oben. Ich denke, wir sollten ein wenig umdekorieren. Meinst du nicht, Captain Casual? Irgendwie gefällt es mir ganz gut. Benutze den Tresen, um den Laden anzupassen. Achso, okay. Machen wir das hier? Ach ja, ich glaube ja. Laden bearbeiten dann wahrscheinlich. Okay. Tapetenwechsel. Neue Tapete, neuer Boden, neue Lampe. Das höre ich natürlich gerne. Achso. Ausgerüstet. Ja, das haben wir dran. Genau. Also ich muss das kaufen. Oh ja, gibt ja nur die zwei Sachen. Dann wollen wir mal gucken. Achso, ich hätte noch andere gehabt. Das wäre die Wand. Ah, das ist sehr dunkel, finde ich, ne? Machen wir mal den Boden. Den Boden. Das ist Boden, ja. Und das hätten wir auch noch. Stein. Ich lasse es mal. Bin mir noch nicht so sicher. So, Fensterchen. Haben wir noch nichts? Haben wir noch nichts? Haben wir noch nichts? Neue Lampe. Dann kaufen wir die einmal. Ja, was für eine Verwandlung. Paläolithien sieht wie ein völlig anderer Laden aus. Aber es hat nicht gereicht, um den Rang von Paläolithien zu erhöhen. Ich hab's. Dekorieren wir doch Paläolithien mit deinen gebastelten Sachen, Captain Casual. Wie wär's? Wenn du mit deinen eigenen Artikeln dekorierst, kannst du gleich auch zeigen, was du kannst. Ich lasse dich kurz in Ruhe, falls du etwas basteln willst. Okay, möchte ich was basteln? Müssen wir mal gucken. Erstmal schauen wir uns das an. Ja, ja, der Boden muss man mal sehen. Aber ich kann es umgestalten. Boah, die Lampe macht einen coolen Schatten. Ah gut, kriege ich gerade nicht hin. Okay, platziere einen Gegenstand als Dekoration. Ja, welchen denn? Habe ich überhaupt noch welche? Lass doch mal gucken. Objektliste, ne? Ja. Ach nee, das ist ja... Wo ist denn eigentlich mein Inventar? Ich würde mal gerne mein Inventar gucken. Yam. Achso, nee, das ist wieder das. Okay. Ah, da soll ich immer hin. Alles aus diesem Bereich kannst du als Dekoration verwenden. Aber denk daran, Verkaufsdisplays kannst du nicht dekorieren. Da dürfen nur Artikel drauf, die du verkaufen willst. Und denk daran, wenn ein Gegenstand als Dekoration im Einsatz ist, kannst du ihn auch nicht verkaufen. Das macht Sinn. Versuch doch mal hier etwas hinzustellen. Ja, warte mal. Nein. Nein. Wir wollen etwas platzieren. So, und zwar möchte ich einmal dahin. Nein, das wollte ich nicht. Da. Stellen wir das Ding nochmal irgendwo hin. Ach, in den roten Bereich kann ich nicht. Ja, dann stelle ich es halt in die Ecke. So. Ladenpassung beenden. Okay, Kundenfrequenz erhöht von 3 auf 4. Ladenrang erhöht. Okay. Erreiche Ladenrang 1. Wow. Anpassung freigeschaltet. Oh, schön. So ein paar Sachen haben wir. Rede mit Bernhard. Und da steht das Köpfchen. Sehr gut. Du hast es geschafft. Paläolithien steht offiziell auf Rang 1. Aber jetzt hast du vermutlich mehr Kundschaft. Wenn du deinen Rang weiter verbesserst, bekommst du auch immer mehr Kunden. Ganz zu schweigen von exklusiven Vorteilen für Läden mit höherem Rang. Aber jetzt sperren wir erst einmal den Laden auf und präsentieren deine harte Arbeit, ja? Ich müsste ja mal was herstellen, weil ich glaube, so viel habe ich. Achso, hier ist noch was drauf. Naja, eine Sache könnte ich noch. Ja, Laden bearbeiten wollte ich eigentlich. Na gut. Ah, der muffige Bürgermeister ist auch wieder da. Also nicht muffig vom Riechen, sondern... Du hast deinen Ladenrang erhöht, wie ich sehe, Bursche. Aber eine höhere Kundenfrequenz hat nicht nur positive Folgen. Dieses Display zum Beispiel, staubig. Diese Fußabdrücke, staubig. Oh Mann, das ist eine Schande. Ist dir nicht klar, dass dir Trinkgelder entgehen? Oh ja, Paläos geben Trinkgeld, wenn der Laden schön hübsch und ordentlich ist. Und wenn alles schmutzig ist, dann verschwinden sie ganz schnell und schnell wieder und kaufen nichts. Du wirst feststellen, dass ihre Geduld nachlässt, wenn Unordnung herrscht.
Dadurch sinkt die Kaufbereitschaft. Na los, nimm das und mach dich ans Werk. Oh, ein Ladenwischer. Warte mal. Okay. Ach, da ist er. Jawohl. Und schon ist Paleolichen wieder blitzeblank. Das muss reichen. Aber sorg dafür, dass es auch so bleibt. Okay, mach ich. Tü-tü-tü. Oh Mann, die machen ganz schön viel Dreck hier. Alter, da macht ja jeder die ganze Zeit Dreck. Ist das nicht ein bisschen viel Dreck? Ja, genau. Jetzt willst du auch noch da feilschen oder was? Okay. Dichter Werkzeug. Ahoi, Captain Casual. Und wenn das nicht der junge Bernhard ist? Ihr wollt mir nicht zufällig diese Dichterwerkzeuge abkaufen? Ich werf grundsätzlich alles in eine... Das nervt so ein bisschen mit dem Dings hier. Ich werf grundsätzlich alles in eine Suppe. Ja, aber diesmal hat die Suppe geschmeckt wie mein... Pupdeck. Wie mein Pupdeck? Ihr Pupdeck? Okay. Hi, Cora. Das Platz hat sich wohl gewendet. Captain Casual. Jetzt verkaufen uns unsere Kunden etwas, nicht umgekehrt. Um später zu gute Gewinne zu erzielen, musst du Dinge möglichst günstig kaufen. Aber Vorsicht, wenn du zu wenig bietest, springt der Kunde ab. Alles klar. Höhere Angebote sorgen natürlich dafür, dass der Kunde sich freut. Du machst aber am Ende keinen Gewinn. Was nicht ganz so gut ist, wenn man ein Unternehmen leitet. Fangen wir mal mit einem extrem niedrigen Angebot an und sehen, wie Cora reagiert. Okay, extrem niedrig. Dann machen wir 400. Machen wir 450. So. Du hältst mich wohl für dumm? Wie ein Pinselbursche. Wie wäre stattdessen hiermit? Genau wie beim Feilschen geht es hin und her, bis ihr euch auf einen Preis geeinigt habt. Aber versucht dein Glück nicht zu oft, sonst gibt der Kunde ernervt auf und springt ab. Erhöhen wir unser Angebot. Jetzt sagt sie mir aber nicht wie viel. Er sagt mir nur, wann es gut ist. What? Okay. Okay, hier soll es schon sein. Okay, 6,65. Ja. Das finde ich mal richtig gut. Ein echt guter Deal. Okay. So, ich muss hier weiter... Ne, muss ich nicht. So, morgens abgeschlossen. Bedient Kunden 4. Inspiration gab es natürlich keine, aber wir haben ein bisschen Gewinn gemacht. Das ist gut. Das Geld wird automatisch eingesammelt. Ne? Trinkgeld gab es auch. Natürlich nehme ich das an. Was für eine Frage. Paleolädchen wird immer beliebter, Captain Casual. Wir müssen unsere Ressourcenlager wohl mal wieder auffüllen. Zum Glück habe ich eine tolle Idee, mit der wir unsere Erkundungseffizienz maximieren können. Aha. Treffen wir uns auf der Starfall-Wiese. Dann erkläre ich dir alles. Da bin ich aber mal gespannt. Also da bin ich wirklich mal gespannt. Ich würde die Kamera gerne ein bisschen weiter weg haben. So. Dann schauen wir doch mal, was er uns dann zeigen will. Ja, das sammeln wir doch erstmal ein. So, und irgendwo hier müsste Bernhard sein. Naja, das sammeln wir auch mal ein. Und das auch. Und jetzt gehen wir zu Bernhard. Wo ist denn der ganz? Ah ja. Und da wären wir. Ich dachte mir, wir könnten diese alte Brücke reparieren. Ah, da kommt man viel leichter zur Wiese und wieder zurück. Aber ich glaube, wir müssen sie von dieser Seite aus reparieren. Versuch es doch mal, ja? Ja, schau ich mal. Hoffentlich habe ich die Ressourcen dafür. Ach, kostet Kohle. Und... Nicht zu viel. Nicht zu viel. Jawohl. Ja, sieht super aus, Captain Casual.
Darf ich sie einweihen? Ja, geh mal zuerst rüber. Dann wissen wir auch, ob sie hält. Wirkt doch recht stabil. Ich gehe schon mal vor. Lass dir Zeit. Wir treffen uns dann bei Paleolädchen, wenn du soweit bist. Ja, dann kloppen wir noch ein bisschen weit weg hier. Hickhack. Haben wir genau das richtige Werkzeug? Ich weiß gar nicht, wären wir hier vor auch hingekommen? Okay, warte mal, ging das damit? Nee, ne? Nee, auch nicht. Okay. Sammeln wir ein bisschen Material, das ist immer gut. Okay, hier ist Daddledu. Aber das hauen wir nochmal mit Zwischtisch weg. Ja gut, da vorne ist dann eh Ende, glaube ich. Ja, da kommen wir leider nicht weiter. Sehr, sehr schade. Okay, können wir mal rüberlaufen. Das ist gut. Ob sich das noch lohnt, dort was einzusammeln? Also wenn man schon mal hier ist, sollte man das vielleicht auch nutzen. Weil da geht ja eine ganze Zeitperiode mit drauf. Und dann wäre das schon gut, alles einzusammeln, was geht, ne? Da liegt doch Holz. Da kommen wir aber nicht ran. Ja, jetzt werde ich natürlich gleich den Weg zurücknehmen, nicht mehr die Brücke. Habe ich schon der Brücke gebaut und nutze nicht mal. Ja, hier ist die Kameraführung echt nicht so gut, ne? Also, da sollte man irgendwie noch ein bisschen dran arbeiten. Oder wenn du hier so, ja, da so stehst, siehst nichts. Und schön, da wäre ein einfaches Kameradrehen ganz praktisch. Mal gucken, ob die Entwickler sich da noch was einfallen lassen. Also das ist noch nicht... Da kann man noch... Da kann man gerne noch... ja, hier, das müssen wir wegkloppen. Geht natürlich nicht. Also es gibt ja noch mehr Gebiete, klar, natürlich. So, wir sind ja gerade mal... wo ist hier eigentlich die Karte? Ja, haben wir gerade mal die... Also gibt es ja noch einige Gebiete, die wir entdecken können und freischalten. Aber jetzt gehen wir erstmal zum Lädchen zurück. So, rede mit Bernhard. Mal wieder. Wie lief das Sammeln, Captain Casual? Ich hoffe, du hast jede Menge neue Ressourcen. Genau genommen hat Paleolädchen bald nicht mehr genug Platz, um alles aufzustellen. Ja, das stimmt. Vielleicht wird es Zeit, unsere Lagerkapazität zu erhöhen. Benutze den Tresen, um den Laden anzupassen. Okay. Ja, Laden bearbeiten dann. Und wir sollen da einmal hin. Wenn du weitere Verkaufsdisplay ergänzt, kannst du mehr Waren gleichzeitig ausstellen. Okay. Platziere zwei Grundeinheiten, ist die Frage. Was haben wir da eigentlich für eine? Das würde ich jetzt ganz gerne sehen. Nein, ich will das sehen. Okay, wir haben aber die, okay. Ich weiß welche. Die hier ist das. Achso, es ist mir schon vorgegeben. Gut gemacht. Achso, ich soll nur zwei. Das ist doch der perfekte Platz für ein Verkaufsdisplay. Wenn ich mich richtig erinnere, dann stand in Dino, Deals und Dividenden, bei Artikeln, die im Schaufenster platziert werden, sind Nachfrage und Wert um 25% erhöht. Platzier doch mal was im Schaufenster und sperr den Laden auf. Mal sehen, ob das einen Unterschied macht. So spät schon? Tja, die Pflicht ruft, Captain Casual. Ich komme später vielleicht nochmal vorbei. Im Schaufenster. Ja, wo ist denn das Schaufenster?
Also, das ist ja ein Fenster, aber nicht Schaufenster, glaube ich. Okay. Wo ist denn das Schaufenster? Ja, das ist allgemein platzieren. Na, machen wir erstmal. Boah, warte mal, das geht mit der Maus besser. So, Knackmampf. Dann machen wir das hier hin. Erstmal die ganzen Sachen, die ich eh habe. Ja, das Papier bringt leider nicht viel. Ich könnte jetzt noch zwei Sachen herstellen. Mal gucken, ob das geht. So ein Täschchen, das wäre gut. Und was ist das eigentlich? Ja, das bringt ja nicht viel. Dann machen wir doch das hier. Das sind nur Material, das ich brauche, um was frei zu bauen halt, genau. Laden bei Arbeit nochmal. So, sehr schön. Das ist doch richtig gut. Komm, dann machen wir den Laden nochmal auf. Öffne den Laden. Ja, hallo, mach ich das. Laden öffnen. Jawohl. Ah, das ist doch am Schaufenster. Deswegen leuchtet das auch so. So, ich bin schon mal bereit, hier aufzufegen. Ja. Mit mir doch nicht. Ach, guck mal, da gibt es jedes Mal 5 Bernstein. Ah, warte mal, irgendjemand hat doch eine Bestellung gehabt, ne? Mm. Hey, Captain Casual, ist meine Bestellung fertig? Nee, habe ich nicht bearbeitet. Oh, weh. Der Bürgermeister wird sehr enttäuscht von mir sein. Ah, das habe ich ganz vergessen. Ah, okay. Gib Lehrgeld. Ja, ich bin gleich bei dir. Eigentlich schert es mich nicht, was im Trend liegt. Aber dieses Zeug ist wirklich nett. Wie wäre es mit 678? Ah, Fensterobjekt plus 25. Okay. Wie wäre es? Das Angebot ist. Wie wäre es mit 936? Gut. Genug herumgealbert. Ich gebe dir 750. Gib mir doch 766. Du willst mich wohl veräppeln. Wie wäre es mit 756? Ja, annehmen, okay. Okay, haben wir es wirklich ausgereizt. Sehr schön. Sauberkeit plus 50%, krass, gibt auch nochmal einen Bonus. In einem Sturm tut es sich... Was? Tut es jeder Hafen. Ich willige ein. Achso, in einem Sturm tut es jeder Hafen, ja, okay. Jetzt habe ich das... Oh, du willst auch noch was? Was hast du denn auf dem Herzen? Sowas muss ich haben, das darfst du nicht sagen, das erhöht den Preis. Sag mir deinen Preis. Ah, das Gegenangebot ist... 870. Sie muss es ja haben. Schluss mit den Späßchen. Was kostet es wirklich? Ich weiß, dass du auch 620 einrichten könntest. Ich weiß, dass sie 670 einrichten könnte. Das kann nicht stimmen, oder? Kannst du nicht auf 620 runtergehen? Oh Mann, ey. Ja, komm, nimm an. Oh, gibt, Alter, ganz schön viel Trinkgeld, ne? Ach ja. Ich sollte von Bernhard eine Nachricht geben. Wahrscheinlich hat er noch mehr Arbeit für dich. Moment. Er war gerade hier? Warum hat er es dir denn nicht einfach selbst aufgetragen? Dieser Megalos... Was? Megaloserasaurus ist mega erledigt, wenn ich ihn in die Krallen kriege. Naja. Sieh jedenfalls mal lieber in deinen Briefkasten. Sonst darfst du dir das ewig anhören. Okay, Dahlia ist raus. Peace. Ah, das ärgert mich so ein bisschen mit der Bestellung, ne? Warum leuchtet das hier so komisch? So, was ist mit dir denn? Warum steht die da? Ich soll hier einen Tresen, okay. Ja. Ich höre. Mhm. Ich glaube, hier hängt irgendwas fest. Aus der Nummer komme ich jetzt auch nicht raus. Ja, das ist ein bisschen doof. Also hier hängt jetzt irgendwas. Ich glaube, ich werde das Spiel beenden müssen. Und dann kommen wir gleich wieder zurück. Okay. Also ich habe jetzt nochmal geladen. Zum Glück speichert das Spiel relativ häufig. Also der Laden ist eingerichtet. Das heißt, wir müssen nur nochmal den Tag durchlaufen. Und ich habe jetzt das Glück, die Sonderbestellung nochmal zu bearbeiten. Das hat von daher natürlich wieder was Gutes. Er wollte Bretter haben. Der Bernhard...
So, mache ich mal 3 Stück. Ich weiß gar nicht, warum wir die Sonderbestellung. Sonderbestellungskiste. Aber irgendwo müsste ich auch die Sonderbestellung sehen können. Warte mal, machen wir mal hier kurz Controller. Das wird ja irgendwo. Ah, hier. Morgen fällig. Holzbretter. Ja. Habe ich. Okay. Ja, dann mach den Laden mal auf. Hoffentlich bleibt jetzt wieder nichts hängen. So, und ich muss gleich nochmal feilschen. Okay, sehen wir die Tasche mit. Ich werde gleich mal alles hier, die Kunden bearbeiten. Ist meine Bestellung fertig? Ja, natürlich. Warte mal, ich habe doch Holzbretter. Holzbretter gehabt. Ja, da ist sie. Ja, nimm dir einen weg. Genau. Puh. Jawohl. Von daher hat es wieder was Gutes. Ja, das ist aber nicht viel. Naja, gut, ist ja auch nur ein Brett. Fantastisch, Captain Casual. Vielen Dank. So, weiter geht's. Schnell, schnell. Die Bestellung von Nelly fertig machen. Die sind so cool. Sorry, Captain Casual. Bitte sag mir, was das kostet. Achso. 7,36? Kannst du auch ein bisschen weniger nehmen? Wie wäre es mit 704? Ja, komm, machen wir. Ja, kauft. Sehr gut. Bam. Stufe 1. Wirklich? Das ist ja ein Wahnsinnspreis. Danke, danke. Ja, gerne, gerne. So, das muss ich mal ein bisschen sauber machen, ja? Oh, 2 warten jetzt. Dann machen wir da mal lieber gleich. Eigentlich schert es mich nicht, was im Training liegt. Aber dieses Zeug ist wirklich... Das hast du eben schon gesagt. 6,24. Ja, komm, machen wir. Das gibt nochmal richtig extra Punkte. Und jawohl, Stufe 1. Vermaledeit, gute Geschäft. Ja, auf jeden Fall. So, und nächste Kundin, bitte. Das findest du einfach toll. Okay, sag mir den Preis. Machen wir 623. Verkauft. Ach nee, ich habe ihr Angebot genommen. Verdammt. Ah, ich habe X gedrückt. Ah, gut. Weil Dahlia ist es. Ach ja, ich sollte von Bernhard eine Nachricht geben. Achso, das hast du ja schon gesagt. Ja, Moment mal. Ja, genau. Dann müssen wir in den Briefkasten gucken. Jawohl. Und sie ist wieder raus. Peace. So, bediente Kunden. 4. Ordentlich Gewinn gemacht. Ein bisschen Inspiration. Ist ganz gut. Und Trinkgeld gab es natürlich. Naja, okay. Ist okay. Eine sauber machen brauchst du hinterher nicht mehr. Puh. War ein langer Tag. Geh nach draußen, überprüf den Briefkasten. Das werden wir nochmal machen, ja. Nachtlizenz. Captain Casual, du besitzt aktuell zwar keine Lizenz, nachts Paleo-Lädchen zu öffnen, aber die Wiese kannst du auch nach Sonnenuntergang erkunden. Sie ist nachts sogar recht friedlich. Die nachtaktiven Paleos stimmen da sicher zu. Wobei ich gewiss nicht zu ihnen gehöre. Bernhard, PS, ich würde ja gerne mitkommen, aber ich arbeite heute spät. Okay, Postschreddern, na, wir lassen sie erstmal da. Rede mit Cora. Die ist da. Das machen wir. Das machen wir in der nächsten Folge. Ich muss mich jetzt mal holen von dem kleinen Hängerchen, den wir hatten. Ich hoffe, das bleibt dabei. Die Entwickler dürfen da gerne noch ein bisschen dran arbeiten. Das ist ein bisschen doof. Aber zum Glück war es genau an dem Punkt gespeichert. Von daher halb so wild. Okay, also, wie gesagt, nächste Folge geht weiter. Wir reden mit Cora. Dann bin ich mal gespannt, was passiert. Ich hoffe, ihr auch. Würde mich freuen, wenn ihr in die nächste Folge wieder reinschaut. Und ich verbleibe mit einem Ciao, ciao.